Soweto steht ganz im Zeichen des runden Leders. Südafrikas berühmtestes Township fiebert dem Confederations Cup entgegen, der Generalprobe für die Fußball-Weltmeisterschaft 2010. In diesem Hostel für Rucksacktouristen warten fertig bezogene Betten bereits auf die Fans. Wir haben zwei Arten von Zimmern, Schlafsäle und Privatzimmer. Die Nachfrage für den Confederations Cup ist zwar noch schwach, doch für die WM 2010 hat Hostelbetreiberin Maria Westlund bereits erste Reservierungen. Soweto steht im Mittelpunkt, denn hier sind wir nur 8 Kilometer vom wichtigsten Stadion entfernt. Außerdem kann man zu Fuß zum neu gebauten Stadion laufen, das als Trainingsgelände dienen wird. Mit der Nähe zu den Spielstätten will Soweto bei ausländischen Touristen punkten. Nach dem Ende der Apartheid hat sich das Township zu einem beliebten Urlaubsziel entwickelt. 250.000 Besucher kamen allein im vergangenen Jahr. Wer nach Südafrika kommt, sollte auf jeden Fall auch nach Soweto oder in ein Township, etwa von Kapstadt oder Durban, fahren. Das ist ein Teil der südafrikanischen Geschichte. Soweto gilt seit dem Aufstand von 1976 als Symbol für den Kampf gegen Südafrikas einstiges Apartheid-Regime. Hier steht das Haus von Freiheitskämpfer Nelson Mandela, heute ein Museum. Doch aus den Jahren des Kampfes haftet dem Township noch immer ein schlechter Ruf an. Die Leute, die nach Soweto kommen, fürchten immer um ihre Sicherheit. In allen Vororten Südafrikas stehen hohe Mauern und elektrische Zäune. Wenn man hierher kommt, sieht man das nicht. Mit dem Confederations Cup und vor allem der Fußball-WM können Soweto und der Rest Südafrikas der Welt ein neues Gesicht präsentieren.